Hi Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva Gaming. Ich habe richtig gute Neuigkeiten. Ich bin gerade so aufgeregt. Tukabuka hat ein neues Update gemacht und es ist einfach so krass. Ich zeige euch das gleich, aber erst habe ich eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden, meinen Kanal zu finden und das Video zu liken? 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Tukabuka in die Kommentare. Und jetzt fangen wir an. Also, ich denke, das wird so ein Einkaufsladen im Prinzip sein, weil ich habe hier schon ganz viele Trailers gesehen. Schaut mal. So, da konnte man schon irgendwie sehen, das sieht aus wie ein Einkaufsladen irgendwie. Ich freue mich schon richtig doll. Entweder wir bekommen einen neuen Einkaufsladen, so, wo man jetzt nicht drin rumbauen kann, oder man kann einen Einkaufsladen bauen, was ziemlich cool wäre. Ich habe es noch nicht runtergeladen, ich habe es noch nicht mal gekauft. Ich habe noch keine Videos angeguckt, weil ich wollte es nicht spoilern. Hier ist es der Local Shop. Oh, man kann einfach... Oh mein Gott. Ich denke, wir können dann einfach einen Einkaufsladen bauen. Das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Weil früher konnte man... Ich meine, man konnte so im Prinzip einen Einkaufsladen machen. Aber ich bin gerade so happy. Wir können einfach einen Shop machen. Oh mein Gott. Ich kann fast gar nicht reden. Okay, wir kaufen es erstmal hier. Hi. Hier sind wir jetzt im Home Designer. Wo wollen wir es platzieren? Vielleicht mal da. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Oha! So, perfekto. Oh, das sieht ja schon mal cool aus. Man hat so einen Außenbereich. Das ist cool. Also, ist schon mal viel Platz. Oh, ich mag mal, wenn es so einen Mini-Raum gibt. Oh, das ist cool. Oh, wir haben eine richtige Kasse. Endlich mal. Okay, wir machen erstmal hier alles weg und gucken uns mal von den Sachen an. Oh mein Gott, ich liebe das. So ein Opening-Close-Sign. Oh, das sieht schon mal richtig cool aus. Also, mal schauen. Was für, ich denke, gibt ein paar neue Boden. Ja, ich denke, diese sind hier neu. Die sehen auch ziemlich cool aus. Richtig schön aesthetic. Und mal schauen, gibt es neue Wände? Ich denke, das hier sind neue Wände. Aber die sehen auch richtig cool aus. Es gibt kein neues Bett. Also es gibt schon mal so Nachttische. Die sehen interessant aus. Was für Bilder gibt's? Oh, das sieht ja süß aus. So ein Café in Bär. Sieht schon mal alles richtig cool aus. Ich bin total aufgeregt. Oh, also man kann das da und an diesem kleinen Klammerding dranhängen. Das ist ja cool. Das mag ich schon mal. Oh mein Gott, es gibt so Poster. Ich denke, das macht man dann da rein. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Ich denke, es gibt von diesem College auch so Poster, die man da reinmachen könnte. Also ist auch schon mal ziemlich cool. Und ich liebe einfach diesen kleinen Ding. Und dieses kleine Ding. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Letztens macht Tukabuka immer so schön Aesthetic-Sachen. Ich feiere das so doll. Oh mein Gott, ist das cool. Ist es so einfach ein einzelnes Ding, wo man Sachen dranhängen kann? Das mag ich schon mal sehr doll. Oh mein Gott, es gibt so Dinge, oh, wo man so Klamotten dranhängen kann. Ich liebe das so doll. Oh, sind da auch Lichter? Oh, da sind auch noch Lichter drin. So, was gibt's denn noch so? Oh mein Gott, es gibt auch noch so ein Auto. Es gibt einfach ein Auto. Ich liebe das so doll. Oh, sieht das cool aus. Wow, da kommt auch Dampf raus. Oh mein Gott. Ah, hier gibt es dann noch so einen Stern, einen kleinen Bär und dann noch so eine Tasse, okay. Was ich auf jeden Fall probieren will, ist so, denke ich, vielleicht ein Café zu machen oder irgendwas mit all den Sachen, so was richtig Schönes. Ich denke, es würde richtig viel Spaß machen. Also eine Badewanne aber nicht. Oh mein Gott, das ist ja lustig. Oh, ist gerade Nacht geworden, okay. Aber das ist ja lustig, so eine kleine... Och mein Gott, das ist ja süß. Da haben wir keine neuen Waschbecken bekommen, auch kein neues davon. Oh, das ist ja cool. Wir haben einen Staubsauger bekommen. Der sieht auch ziemlich cool aus, den mag ich. Oh, ist das so ein Waschding? Schon mal sehr viele Saubermachprodukte, keine Ahnung, wie man die kann. Aber das ist auch schon mal cool. Ich denke, das gab es doch im Mall. Also ich mag das schon mal. Da haben wir nochmal einen Mülleimer, noch einen Mülleimer. Die mag ich auch, die haben wirklich so ein... Shop-Vibe. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein neuer Kühlschrank. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, das ist ein neuer Kühlschrank. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Oh, das ist ja süß. Es gibt so eine kleine Mikrowelle. Ah, eine Waschmaschine. Oh, das ist cool. Das mag ich schon mal. Dann, was für Tische gibt es? Oh, sind die cool. Oh, die. Oh mein Gott. Es gibt so einen, den man bewegen kann. Okay.
Oh, ich denke, ich weiß, was das ist. Warte mal, hier. Ich werde es mal. Oh mein Gott, ich liebe das so doll. Da kann man so Geschenke machen. Ich denke, davon habe ich noch eins gesehen. Wo war das? Hier, ja. Ah ja, da gibt es noch so eins. Oh, das ist ja richtig cool. Das ist so eine kleine Tasse. Oh mein Gott, haben die schon mal coole Sachen. Also schon mal, Tukabuka, du machst es richtig gut. Wir haben schon mal coole Tische. Und hier kann man richtig gut Sachen einfach hinstellen. Ich mag das schon mal sehr doll. Was für Stühle gibt es denn? Es gibt so kleine Hocker, die mag ich auch sehr. Und dann gibt es noch so Stühle. Man könnte wirklich so ein richtig cooles Café damit machen. Mal schauen, was gibt's? Es gibt einfach eine Kaffeemaschine. Es gibt einfach eine Kaffeemaschine. Oh mein Gott. Das ist cool. Die haben wirklich hier alles dazu gemacht. Da gibt es noch so ein paar Teller, Tasse, okay. Gibt es noch was Essen? Oh mein Gott. Einfach Essen von Starbucks, ist das nicht süß? Hier so kleine Kaffees oder vielleicht so Hot Chocolates. Ich liebe das so doll. Oh, das ist cool. So oft total cute, so eine kleine Bank. Dann hier, ja, die sind noch alte Sachen. Oh mein Gott. Nein, das ist, mir ist gerade eingefallen, das ist kein, naja, Kühlschrank. Bin ich dumm. Okay, sorry. Oh, sind die cool. Oh mein Gott, die liebe ich so doll. Das hat wirklich so ein Mall-Vibe. Hier, ich mag auch die total, dass die einfach auf den Boden kommt. Neue Lichter. Oh mein Gott, so diese Bärlichter, die finde ich total süß. Dann noch so dieses Shop-Ding. Oh, das liebe ich am meisten. Das ist so eine Straßenlampe. Die ist cool, die ist total cool. Gibt es neue Kisten, so eine Sale-Box, die mag ich auch total. Oh, das feiere ich gerade so doll. Es sieht irgendwie aus wie ein Wäschekorb, finde ich. Warte, ich hole mal irgendeinen Charakter kurz raus. Das ist ja total cool. Oh, das. Die haben gerade so. Ich liebe dieses Update. Ich liebe das irgendwie so doll. Ja, das war's jetzt erstmal. Oder was mache ich? Man könnte probieren, den Ikea zu machen. Nur ich will unbedingt hier jetzt mit irgendwas so richtig Cooles bauen. Also, ich überlege mir das mal kurz. Wir könnten vielleicht mal so einen Kleidungsladen machen. Vielleicht, weil es gibt ja hier so zwei Abteilungen. Vielleicht. Ein kleines Café da drinnen und dann hier so ein Kleidungsladen. Ich denke, das probiere ich mal. Dann mache ich erstmal hier all die Sachen weg. So, sehr viel rausgemacht. Oh, erstmal kurz warten. Hier die Straßenlampe, das Ding noch. Okay, also hier drin machen wir jetzt einen Kleidungsladen und dann da machen wir einen Café. Okay, hier, wir fangen schon mal an mit Wänden. Ich mach mal, ich liebe das so doll. Was mache ich dahin? Vielleicht kann das so eine kleine Kabine sein. Da bin ich mir jetzt nicht sehr sicher. Ich habe vergessen, was zu sagen. Oh mein Gott. Also, hier bei den Elektronik-Sachen. Jetzt hätte ich das vergessen können. Oh, das ist auch cool. So eine Maschine. Dann haben wir hier einen Computer. Ah, so eine Radioanlage. Auch interessant. Dann hier so ein Ding. Ich habe gerade dazu den Namen vergessen. Und mal schauen. Wir haben dann noch eine Kasse. Endlich mal eine Kasse. So cool. Die haben schon mal richtig gute Sachen. Dann hier und hier noch. Schon mal richtig gut. Und da habe ich total vergessen zu gucken. Also, es gibt schon mal... Ja, wie konnte ich zu den Namen vergessen? Das ist auch schon mal cool. So richtig cool, um alles so zu displayen. Und das mag ich auch so. Hier kleines Menü. Da könnte man noch so einen Augenarzt irgendwie reinbauen. Also, jetzt haben wir uns wirklich schon mal alles angeguckt. Schon mal, alle Sachen sind richtig cool. Ich denke, ich fange dann hier an mit dem Café. Und zwar draußen. Hier, dann da. So, hier. Also ich feiere diesen Van so da. Und ich habe gerade bemerkt, da kann er noch so Lichter anmachen. Das ist nicht cool. So ein Kaffeezeichen, denke ich. Oder hier so ein Menü. Auch richtig süß. Da will ich jetzt noch so eine Kaffeemaschine reinmachen. Haben wir dafür. Oh, da haben wir dafür nicht Platz. Dann mache ich da einfach so irgendwie so Küchlein rein. Ich denke, es würde richtig süß aussehen. Wie so ein Mini-Starbucks. Dann noch. Kaffeepulver. Ich denke auf dem Tablett oder auf einem Tablett. Nee, ich mache dann hier so zwei kleine Tellerchen und da kommen dann so als Display noch ein bisschen Essen hin. Sieht schon mal richtig gut aus, das mag ich total. Und da könnte man vielleicht nochmal Stühle hinmachen. Hier. Ich finde, das sieht schon mal richtig gut aus. Und jetzt will ich dann auch gleich schon mal mit dem Café hier drinne weitermachen. Ich denke, ich benutze da wieder die Wand. Ich liebe einfach diese Wand so doll. Dann als Boden. Ich versuche fast alle Sachen nur von diesem Local Shop Platz zu benutzen. Ich finde dieses Haus auch irgendwie so cool, weil man kann dieses Haus auch benutzen einfach nur als richtiges Haus und nicht nur als so einen kleinen Shop. Man könnte das zum Beispiel so als Gartenbereich irgendwie machen. Das feiere ich an diesem so doll. Ich habe doch einen Boden vom anderen Platz benutzt. Da mache ich dann jetzt vielleicht... vielleicht sollte ich da doch nicht einen Kaffee reinmachen. Oder soll ich hier mit einfahren? Vielleicht könnte man da irgendwie so eine kleine Toilette machen. Ich
probiere das mal aus. So. Ich denke, das würde lustig aussehen. Ich finde es so cool, dass es jetzt auch noch so eine Toilette gibt. Ich mag die total. Dann hier noch so ein Waschbecken, noch ein Mülleimer. Also hier danach vielleicht so ein Spiegel. Hier so einen. Also, Bad ist schon mal fertig. Da wird ja so ein Einkauf, so ein Kleidungsladen werden. Hier mache ich dann welchen Boden? Vielleicht mal diesen? Ja, der sieht gut aus. Dann dazu machen wir vielleicht so eine Security-Camera. Die habe ich auch gar nicht bemerkt. So, perfekto. Warte, die drehe ich mal. Und was mache ich dann noch so hier hin? Vielleicht können wir dann da, so, das macht gerade so viel Spaß, einen kleinen Display. Perfekto. Und da kann man diese, die hier drauf. Ah, die kann man da drauf machen. Perfekt. Die Tür mache ich da mal zu. Kann man auch da drauf machen. Oder? Ja, die kann man da drauf machen. Sieht ja schon mal richtig süß aus. Vielleicht dann so. Dann nochmal so ein Nü-Zeichen. Sieht schon mal gut aus. So. Was könnten wir dann noch da reinmachen? Vielleicht so ein bisschen Deko. So viele wollen wir jetzt auch nicht. Ich benutze mal. Mit denen. Und die, denke ich, können wir da nicht benutzen. Dazu, warte, jetzt, wir brauchen noch Lichter. Sonst ist der sehr, sehr dunkel da. Okay, vielleicht dann noch diese. Die liebe ich so doll. Hier, oder vielleicht noch diese. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Kommt das noch ein bisschen weiter runter. Ich gucke dann vielleicht noch, ob ich irgendwie, ich mag es immer in all von den Häusern so viele Pflanzen reinzumachen. Mögt ihr eigentlich Pflanzen? Ich liebe eigentlich Pflanzen. Vielleicht sollen wir noch einen Teppich reinmachen? Nee, da nicht. Okay, hier, wie machen wir es da? Da brauchen wir schon mal eine Kasse. Eine Kasse ist sehr nötig. Wenn ich auch eine Kasse finde, dann nehme ich mir schon mal das. Also, hallo, wo bist du? Das. Oder nee, dann sieht alles ganz schwarz aus. Hier diese Kasse, dann brauche ich noch einen Computer, denke ich vielleicht. So, perfekto. Vielleicht machen wir dahinter nochmal einen Stuhl, weil es ja schon schön, wenn man sitzen dürfte. Perfekt, jetzt testen wir das mal aus. Wie sieht's aus? Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Cool, dann können wir jetzt hier auch erstmal weitermachen. Da an der Wand irgendwas reinmachen. Dann mache ich hier bei den Bildern. Da gucke ich mal, wie ich das irgendwie einbauen kann. Und dann will ich dann in die Wand vielleicht oder... Oh, ich habe total vergessen, wir brauchen ja eine Umkleidekabine. Dahin irgendwie... Ich liebe, dass es hier so eine kleine Umkleide gibt irgendwie. Oder ich denke, wir können leider nur eine Umkleidekabine haben. Das machen wir weg. Also da ist jetzt irgendwie der Bereich, wo man so alles bezahlt. Ich denke, das wäre schon mal gut. So, perfekto. Die hängt ihnen jetzt nicht im Gesicht. Und ich will aber nochmal da noch eine kleine hinmachen. Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht irgendwas in die Wand stecken kann. Ich liebe, dass es hier so kleine Abteilungen gibt. Warte. So eine, ja, da kann man die Klamotten irgendwie dranhängen. Und warte, ich will noch ein Licht auf jeden Fall dazu machen. Feier das so doll. Vielleicht draußen dann nochmal so eine Straßenlampe. Und was machen wir noch dazu? Weil ich will unbedingt noch mehr dazu machen. Hier machen wir, denke ich, vielleicht noch eine Security Cam hin. Sehr secure. Alles, was wir brauchen. Dann noch so einen Lautsprecher vielleicht dazu. Ich denke, so sieht es doch schon mal richtig gut aus. Leute, wenn ihr ein paar Zeilen sehen wollt, wie ich dann hier nochmal was da drin machen soll, schreibt es mir in die Kommis und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.